Moin und herzlich willkommen zum Germany's Next Topmodel Schlüsselloch-Talk. Diesmal nicht auf Bild.de, sondern hier live auf Facebook. Der einzige Talk, an dem ihr draußen schon erfahrt, was heute Abend beim Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum so vonstatten gehen wird. Und ich sag euch, es lohnt sich jetzt dran zu bleiben beim Germany's Next Topmodel Schlüsselloch-Talk. Denn wir haben nicht nur krassen Fremdschämen-Alarm, wie ja eigentlich in jeder Folge von Germany's Next Topmodel. Nein, wir haben auch Heidi beim Bügeln. Ich sage jetzt nicht, was für ein Bügeln. Familienbesuch und eine riesen Heul-Tränen-Arie. Und woher weiß ich das alles? Natürlich von unserer Topmodel-Expertin Christiane Heulsuse Hoffmann. Die sitzt nicht in Berlin, wo wir gerade sitzen, sondern die sitzt in Düsseldorf. Moin, Christiane! Ja, es wird sehr, sehr emotional heute. Gar nicht. Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du heulst ja noch gar nicht, Christiane. Was los? Nein, ich heule nicht. Ich muss ja gleich wahrscheinlich erst losheulen, wenn wir unser kleines Trickchen anwenden werden, oder? Richtig. Wir wollten ja eigentlich schon um 12 für euch parat sein hier auf Facebook. Aber nein, wir haben uns noch ein kleines Stündchen Zeit genommen. Denn wir haben uns gedacht, wenn es heute Abend die große Heul-Arie gibt, ja die größte Tränen-Edition von Germany's Next Topmodel überhaupt, was die Models können, können wir schon lange. Wir wollen mal hier so einen kleinen Test machen. Während dieses kleine, süße Model-Format jetzt läuft, hier live auf Facebook mit euch so 10, 15 Minuten und während euch Christiane gleich verrät, was heute Abend abgehen wird, werden wir Zwiebeln schneiden. So ein kleiner Test. Wer heult von uns beiden als erstes? Christiane, was meinst du? Also meine Zwiebel ist auf jeden Fall dicker als deine. Herrlich, guck mal, die können sich aber zum Beispiel die Kim... Aber ist weniger martialisch als deins, aber sehr scharf. Ja, wir haben hier nichts gefunden, wir haben hier nur so ein altes Brotmesser gefunden. Sieht man das? Ja. So ein altes... Das ist so ein bisschen auch so... Psycho. So, also wie gesagt, wir haben eine Zwiebel, wir werden die schneiden, werden wir uns über Germany's Next Topmodel unterhalten, ist doch logisch, oder? Und wer als erstes heult, der muss das Ding roh fressen. Christiane, scheiße, du hast die größere Zwiebel. Ich hoffe ja, nicht, dass du verlierst. Ich fang schon mal leicht an mit dem ersten Schnitt. Geil, okay. Dann erzähl uns mal, fangen wir auch mal an, heute Abend die Tränen-Edition. So viel wurde noch nie geheult, das kann ich nicht glauben. Doch, es ist so, definitiv. Wir sind 3 Wochen vorm Finale von Germany's Next Topmodel. Ich gucke ein bisschen nach unten, damit ich mir nicht den Finger schneide. Alles gut, ganz kurz noch, ist eigentlich die Brille, müssen wir die abnehmen, weil heult man da überhaupt? Dann sehe ich die Zwiebel nicht, das ist mein Problem. Dann bist du so ein Hans-Maulwurf, geil. Ich nehme sie mal einfach ab. So. Also. Wir befinden uns 3 Wochen vorm Germany's Next Topmodel-Finale bei Heidi Klum. Ja. Und in 3 Wochen geht es ja auf Mallorca um die Wurst. Die Mädels, die jetzt wochenlang von zu Hause weg sind, vermissen alle wahnsinnig ihre Familien. Das heißt, keiner hat irgendwie Kontakt gehabt nach Hause. Die haben ja noch nicht mal ein Handy da. Das wurde ihnen zu Anfang ihrer Reise nach Los Angeles abgenommen und nach Sydney auch. Die haben, wenn überhaupt, haben die einen iPod dabei, um Musik zu hören. Aber Skypen ist nur auf Zuruf möglich. Also die haben ganz, ganz wenig Kontakt nach Hause. Und das macht die Mädels natürlich extrem emotional. Und heute geht es um ein großes Tränenshooting. Dafür muss gar nicht groß geübt werden. Da kommen die Tränen von selbst, weil die Mädchen an zu Hause denken, bei mir fängt es übrigens schon in den Augen an. Und es ist echt ernsthaft heftig. Fast alle heulen, bis auf eine. Okay, wer ist das? Wer heult nicht? Es heult nicht die Elena Carrière, weil Elena Carrière einfach eine coole Socke ist und sagt, weinen ist was total Intimes für sie. Sie würde vor der Kamera einfach nicht weinen, aber sie faked das so super, dass Heidi auch völlig begeistert ist und es sieht mal wieder bei ihr alles echt aus und sie kriegt nur fettes Lob. Aber die anderen heulen alle. Wie faked man denn heulen, bitte? Indem man eine gute Schauspielerin ist. Also bei ihr fließen keine Tränen, aber alles an ihrem Körper und in ihrem Gesicht sieht danach aus, als würde sie wahnsinnig weinen. Also es ist einfach wieder super gemacht. Die hat denn da auch jemand so eine geile Zwiebel wie wir in der Hand? Also macht da auch, benutzt jemand Tricks? Durchaus. Also während sie üben, das ist vor diesem Tränenshooting, hat Elena K. Eine super Idee sagt, das hätte sie auch in der Schule gemacht in brenzligen Situationen und sie hoffe, dass die Lehrer von damals nicht zugucken würden. Und die haben sich dann Zwiebeln einfach mal kurz, rote übrigens, wie du, vor die Augen gehalten, um zu zeigen, falls es nicht klappt mit der Emotion, wird halt
Oh, es fängt an zu brennen in den Augen. Mann, ich bin hier beim fünften oder sechsten Schnitt in dem großen Ding. Ja, und das klappt halt auch. Also da wird auch geweint. Wer heult denn für dich am schönsten, Christiane? Vater, weil sie einfach den größten Grund dafür hat. Sie ist wirklich, sie sagt, sie ist auf Null-Level angelangt, was die Motivation betrifft, weil sie wollte dringend mitten nach New York. Kim und Elena Carrière wurden ja ausgewählt, mit Heidi nach New York zu fliegen. Und sie hätte gern diesen Job als Anerkennung gehabt, weil sie ja lange Zeit als Beste galt. Das ist nicht der Fall. Also ist sie völlig sauer deswegen. Sie ist sauer, sie hat Heimweh, sie hat keinen Job, hat null Motivation und bei ihr fließen die Tränen wirklich literweise. Es ist ein Traum. Okay, zu New York kommen wir gleich. Ihr fragt euch jetzt vielleicht da draußen, warum zum Teufel schneiden die Dame und der Herr hier in einer Facebook-Live-Sendung Zwiebeln und warum unterhalten sie sich gleichzeitig über Germany's Next Topmodel. Heute Abend die große Training-Edition. Ihr seid beim Germany's Next Topmodel Schlüsselloch-Talk, ja? Wir verraten euch, oder besser gesagt, Christiane Hoffmann verrät euch, was heute Abend abgehen wird. Und heute Abend ist nicht nur Tränen angesagt, sondern auch Leonardo DiCaprio kommt zu Besuch. Und übrigens, Christiane, ich heul überhaupt nicht. Sind rote Zwiebeln nicht so extrem? Doch, die sind eigentlich auch extrem. Vielleicht musst du deinen Teller näher an die Augen halten. Oh, Moment, ich merk's. Okay, ach so, übrigens, wer am dollsten, schnellsten heult, der muss das Ding nachher roh essen. Ne? So, Christiane, Leo ist heute Abend in der Show. Krass. Also, ja, er ist nicht wirklich in der Show, er ist anwesend mit einem Foto. Heidi hat Elena und Carrière und Kim mit nach New York genommen, um sie zu belohnen, weil sie so super waren in den vorhergehenden Wochen. Und auf der Amfa-Gala, wo die drei zusammen hingehen, taucht auch Leonardo DiCaprio auf. Und die Mädels wollen natürlich ein Foto mit ihm haben. Und Heidi geht zu ihm hin und sagt, Leo, ich habe hier zwei Mädels von Germany's Next Topmodel, können wir nicht ein Foto machen? Und wie sie dann in der Sendung erzählt, rollt er nur mit den Augen. Sie sagt, er hat es dann für mich gemacht. Und er sagt auch, just for you, just for you. Und dann gibt es ein wunderbares Foto von den dreien zusammen. Sehr schön. Scheiße, Christiane, bei mir fängt es jetzt gerade an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du musst sie essen. Nee, komm. Wenn du vielleicht, es geht darum, die Menge der Tränen. Ja, wer am meisten heult zum Schluss. Vielleicht kann ich es ja noch unterdrücken bis ganz zum Schluss. Hausfrauenqualität. Wie bitte? Man merkt bei mir wahrscheinlich gewisse Hausfrauenqualitäten. Mann, in meinem Auge. Und vor allen Dingen, du bist wahrscheinlich nicht so stark geschminkt wie ich. Bei mir sieht das wahrscheinlich noch fürchterlicher aus gleich. Das kann gut möglich sein. Weißt du, ich wollte mir jetzt gerade wieder die Brille als Sichtschutz aufsetzen. Das geht nur leider nicht, weil das Teil ist voll Zwiebelsaft. So, sag mal, apropos Models und Heidi und Leonardo DiCaprio. Eigentlich ist das doch sein Steckenpferd. Ne? Der hat sich doch einfach nur so angestellt, so, oh, nur für dich. Der fotografiert sich doch dauernd mit irgendwelchen Model-Uschis. Vielleicht war Rihanna auf der Veranstaltung, wer weiß es schon. Ne? Also da ist das Foto, genau. Das ist das Foto von den dreien auf der Veranstaltung, aber mit Leonardo DiCaprio, das hat Heidi auf ihrem Handy, das Bild. Das wird nur einmal kurz heute in der Sendung gezeigt. Okay, alles klar. Hat die Klum eigentlich mal was mit ihm hier, dem Bärtigen? Nein, glaube ich nicht. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht überliefert. Noch nie gebügelt? Nee. Okay, aber apropos bügeln, das kann die Frau Klum sehr gut, wie man heute Abend in der Sendung sieht, oder? Ja, wir haben ja gerade das Bild von ihr eingeblendet mit dem schwarzen Kleid gesehen. Dieses Kleid hat ein Loch und dieses Loch ist da, weil Heidi hat ihr Kleid von Los Angeles nach New York in einem Koffer transportiert und hatte keinen Kofferträger oder Kleidträger dabei. Und es ist verbügelt, kommt es aus dem Koffer. Oh Gott, es brennt von den Zwiebeln. Und sie nimmt so ein Dampfbügeleisen und beginnt das auf einem Bügelbrett dann zu bügeln. Hier hinten dieser zarte Vorhang, den sehen wir ja, oder Umhang. Und da brennt sie dann ein Riesenloch rein. Und die coole Nuss trägt dieses Kleid auch mit Loch auf dem roten Teppich. Also sehr gut. Wir können mittlerweile einen Zwiebelkuchen mit meinen Zwiebeln machen. So viele habe ich hier. Okay, ich glaube, ich muss das Ding zum Schluss wirklich... Das sind für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind beim Germany's Next Topmodel Schlüsselloch Talk. Wir erzählen euch, wir verraten euch, was heute Abend in der Show abgehen wird. Besser gesagt, Christiane Hoffmann. Und weil es heute die Tränen-Edition ist bei Germany's Next Topmodel, also jedes Model einen krassen Heulanfall bekommt, haben wir uns gedacht, schneiden wir doch mal Zwiebeln und spielen das Ganze hier nach. Wer als erstes heult, wer am meisten heult, der muss das Ding fressen. Und ich habe zuerst gedacht, schön, ich habe die Frau Hoffmann so ein bisschen reingelegt, weil ich mir eine rote Zwiebel genommen habe, aber...
Schade, Christiane. So, heute Abend gibt es auch Familienbesuch. Ich habe gehört, es sind auch Freunde da. Oh, ist das krass. Aua. Oh, schön. Schön. Freuen Sie sich. Sie haben ja das Nasenfahrrad noch auf, ne? Bei dir sieht man nichts. Doch, wenn du genau hinguckst, an den Rändern habe ich auch schon so kleine Tränchen. Egal. Wahrscheinlich wollte ich gleich, weil ich mir den Finger schneide. Du hast gerade von den Freunden gesprochen. Ja, Freunde sind heute. Richtig. Und Familie wird nach Los Angeles geholt von Heidi Klum. Aufgrund des Heimwehs gibt es halt Trost. Und es werden bei der einen Vater eingeflogen, bei der anderen eine Mutter. Es werden insgesamt, glaube ich, 6 Leute eingeflogen bei 7 Mädels. Ergebnis, ein Mädchen bekommt keinen Besuch, ne? Oh ja, heute. Okay. Und das verrätst du mir jetzt, wer das ist? Nein, das tut mir so Nein, das verrate ich dir nicht. Auch deswegen darfst du jetzt heulen, weil wir wollen ja den Fans noch ein bisschen was an Überraschung übrig lassen. Und es gibt also dieses eine Mädchen, was dann auch bitterlich weint, weil sie keinen Besuch bekommt. Das hat Gründe. Heidi hat sogar versucht, 3 verschiedene Personen einzufliegen. Mutter, Freund oder sogar eine Cousine, aber bei allen 3 klappt das nicht. Aber sag mal, ist das so clever, Freunde einzuladen? Ich meine, Hashtag Heimweh-Alarm, dann wollen die Mädels doch sofort wieder zurück, oder? Also ganz ehrlich, die Mädchen in diese Situation, bei dem ganzen Stress, den die haben, wäre Support aus der Heimat natürlich generell gut. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich von dir und ich kenne das auch von mir. Wenn man eine beschissene Situation im Leben hat, wen ruft man an? Entweder seine Freunde oder seine Mutter oder den Vater halt, wenn man eine gute Beziehung zu denen hat. Und genauso machen die das halt auch da. Und es gibt halt immer traumhafte Bilder, weil da kommt ein Riesengeschrei, da fließen sofort die Tränen, da gibt es eine Riesenumarmung und man erfährt natürlich auch von den Freunden beziehungsweise Eltern andere Sachen über die Mädchen, als die jemals vor der Kamera erzählt haben. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, der Typ da, der die Zwiebeln schneidet, der sieht ja noch beschissener aus als sonst. Ja, das liegt darum, weil ich Zwiebeln schneide. Wir sind beim Germany's Next Topmodel Schlüsselloch Talk, ihr auch, und wir verraten euch, was heute Abend abgeht. Und heute Abend wird sehr, sehr viel geheult. So geheult, wie noch nie bei Germany's Next Topmodel geheult wurde. Und deshalb haben wir uns gedacht, Hammer, schneiden wir doch mal Zwiebeln, machen einen kleinen Wettbewerb hier draus. Wer als erstes heult, wer am meisten heult, muss das Ding nachher futtern. Ich glaube, ich bin es. Wir haben aber noch ein letztes Thema und dann werden Zwiebeln gefressen. Ich habe es schon vergessen, weil ich muss heulen und ich schwitze auch, Christiane. Bringt Zwiebeln ein zum Schwitzen? Eigentlich nicht, das muss an der Wärme im Studio. Ich sag mal kurz, guck mal, das habe ich jetzt hier schon alles geschnitten. Sieht man. Na, sieht noch nicht ganz, bisschen in der Mitte noch. Guck mal, bei dir sieht das voll geil aus. Guck mal, wie das bei mir aussieht. Ich muss jetzt mal die Nähe meiner Augen. Oh, ich sollte mal meine Brille hier rausnehmen. Aus dem Zwiebel. Oh. Moment, mal hier unten ablegen. So, es gibt auch noch den typischen Fremdschämen-Alarm bei Germany's Next Topmodel heute Abend. Und lass mich raten, Christiane, Michi Michalski, oder? Nee, diesmal ist es nicht Michael Michalski. Okay. Der ist ganz super heute und ganz lustig. Aber es gibt Honey. Honey, klebrig süß wie Honig und mit einem umwerfenden Charme. Es ist der Freund von Kim Schnitzdo, der absoluten Favoritin, die auch heute Abend einen wirklich fetten Job absahnt. Yeah. Und Honey ist wirklich eine Ausgeburt von Selbstliebe und die lässt er halt vor der Kamera frei heraus. Der legt sich sogar in gewissem Maße mit Heidi an und das erstaunt mich. Entschuldigung, welcher Freund heißt Honey? Das habe ich mich auch zuerst gefragt, aber die Fans unter den Zusehern, die wissen, wer Honey ist. Honey ist Baby, alias Schatz, alias Alexander. Wie gesagt, der Freund von Kim. Alles klar, sehr schön. Und der legt sich mit Heidi an und Heidi findet das bestimmt ganz bombastisch, oder? Ich glaube, es amüsiert sie und sie merkt halt auch, dass das einen gewissen Effekt für die Sendung hat. Honey präsentiert sich mit nacktem Oberkörper vor der Kamera, da weiß Kim noch nichts von ihrem Glück und springt dann per Körper in einen Pool, gibt dann vor loderndem Feuer Preis, wie er seine Freundin überraschen will. Und das hat schon eine gewisse lustige Qualität, muss ich sagen. Und dann mit Heidi geht es so, dass sie sagt, sie hätte ja noch ein Hütchen mit ihm zu rupfen.
Und dann sagt er als Antwort nicht, oh sorry, sondern er sagt, ich habe noch mit dir ein Hühnchen zu rupfen. Du hast ja meiner Freundin die Haare abgeschnitten, weil Kim ist ja die, die von Po lang auf Paspelkurz quasi ihre Haare hat lassen müssen. Und ja, aber Heidi meint, Mensch, wie konntest du nur so hart mit deiner Freundin umgehen? Weil es gab ja ein legendäres Skype-Telefonat zwischen Kim und ihrem Freund Hani, wo er dann sagte, Mann, willst du mich verarschen? Das sieht doch wohl nicht gut aus und ist wirklich nicht nett. Und dann meint Heidi ja, Mensch, also ganz ehrlich, du musst einfach freundlicher zu deiner Freundin sein. Und als Heidi und Hani dann vor der Kamera getrennt sind und Hani alleine vor der Kamera steht, sagt er tatsächlich, ich kann gut mit dominanten Frauen umgehen. Man muss einfach nur selbst dominanter sein. Was für ein Spruch. Was für ein Spruch. Christiane? Ja, du schwitzt. Wir müssen leider abbrechen, weil ich Trottel habe mir eben eine Zwiebel direkt in die Augen geschmiert, weil ich mir gedacht habe, oh scheiße, ich heule so doll. Gehst du mal mit der Hand so rüber? Super Idee, es ist wie Chili und Selbstbefriedigung, du weißt das. Ganz genau. Du hast ja überhaupt nicht geheult heute, schade. Deshalb habe ich verloren. Und muss jetzt. Viel Spaß beim Futtern. Ja. Viel Spaß beim Futtern. Heute Abend Germany's. Oh, das ist eklig. Germany's Next Topmodel auf Pro7 um 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, ob Frau Klum jemals so aus dem Mund gerochen hat wie ich. Ich glaube es nicht. Ist das ich hole mich aber auch. Christiane, danke. Bis morgen. Bis dann. Muss ich die aufessen? Ja. Oh. Kurz bis nächste Woche. Nächste Woche, Jenny Sexhopper. Heute Abend um 20.15 Uhr. Oh! Lecker! Guck mal, ich bin auch solidarisch. Ist das eklig?